Als ersten Vortrag haben wir heute vom Anton Ertel Division durch Quasi-Konstanten. Anton, leg los. Also genau. Vortragstitel ist schon bekannt. Warum das Ganze? Division ist wesentlich teurer als Multiplikation. Eben da mal für Skylake die Zahlen. Also Skylake sind so die Mainstream-Intel-Prozessoren der letzten 5 Jahre. Eben da kostet eine Division so 35 bis 42 Zyklen an Latenz, beziehungsweise eben man kann eine Division alle 21 bis 24 Zyklen machen. Multiplikation ist viel billiger, kostet eben 4 Zyklen Latenz oder eben eine Multiplikation pro Zyklus. Und die Idee ist daher, dass man also in Fällen, wo das geht, die Division durch eine Division durch eine Multiplikation mit dem Reziprokwert ersetzt. Also das ist hier so angedeutet. Und zwar geht das dann, wenn man konstante Divisoren hat oder wenn man durch denselben Divisor mehrfach dividiert. Also zum Beispiel, wenn ihr in einer Schleife durch dasselbe D eben 100 Mal dividieren, dann bringt es auch. Und ein Problem dabei ist für ganzzahlige Divisionen das richtige Runden. Aber also darüber werde ich heute nicht so viel erzählen. Da gibt es mehrere Papers drüber, unter anderem eines von mir. Ich werde auch ein bisschen eine indirekte Referenz drauf dann geben. Gut. Schauen wir mal an, wie das Ganze benutzt wird. Also ich nenne das zweistufige Division. In der ersten Stufe berechnet man sich den Reziprokwert. In der zweiten Stufe nimmt man den Reziprokwert und verwendet ihn für das Endergebnis zu erzielen. Und zwar brauchen wir dafür einen Speicherbereich. Und die Größe von dem Speicherbereich ist halt mit staged/size, kann man sich die holen, kann man dann Speicher allokieren. Und dann habe ich in der ersten Stufe, also hier für die Unsigned-Division, eben übergebe ich hier den Divisor und eben die Adresse von diesem Speicherbereich und es berechnet mir den Reziprokwert, speichert es in diesen Speicherbereich hinein. Den Reziprokwert von U1. Und dann habe ich hier die zweite Stufe, dem übergebe ich eben die Dividenden und eben den Speicherbereich und es berechnet, also mit dem Reziprokwert und es berechnet eben daraus dann den Quotienten. Hier haben wir ein Beispiel, wie das Ganze funktionieren kann. Ich will hier ein Array durch eben einen Wert dividieren, und zwar wird das Array angegeben durch eine Adresse und Anzahl der Elemente. Und hier habe ich den Divisor. Also alle Array-Elemente sollen durch diesen Divisor dividiert werden. Jetzt haben wir hier ein bisschen neumodischen Kram, nämlich dass ich mir hier einen Speicherbereich in einer lokalen Variable abspeichere. Die Größe wird hier angegeben und dadurch, dass diese lokale Variable hier mit der eckigen Klammer aufendet, weiß eben diese lokale Variablen-Syntax, dass es sich um so einen Buffer handelt. Mit die Größe holt er sich dann von hier bis zu dem schließenden Klammer zu und allokiert dann einen Local Buffer mit dieser Größe. Gut, und dann kann man eben auf diesen Local mit Rezi-Eckige auf zugreifen. Das wird hier gemacht und hier gemacht. Und man kann es auch anders machen, aber hier ist es eben über dieses Local gemacht. Gut, hier, ich habe eben U1 auf dem Stack liegen. Ich übergebe eben hier diese Adresse von diesem Local Buffer und berechne mir eben den Reziprokwert mit der ersten Stufe. Und der Reziprokwert kommt dann in dieses Local hinein. Dann habe ich hier die Schleife über alle Array-Elemente.
Hier wird ein Re-Element geholt. Dann haben wir hier den Reziprokwert und ich übergebe eben das Element, den Dividenden und den Reziprokwert der zweiten Stufe, kriege eben den Quotienten raus und speichere ihn wieder an der Stelle, wo halt im Array. Ja, also so kann das gehen und das, also so kann man auf eine zweistufige Division machen. Der Witz dabei ist, eben der Vorprogrammierer kann das beliebig verwenden, wie es ihm gefällt. Implementierung zeige ich jetzt nur ein bisschen her, wie das ungefähr aussieht. Ich erkläre es nicht genauer. Wer es genauer wissen will, findet eben den Source Code für, also es sind nicht nur diese beiden Wörter, sondern noch mehr für diverse Divisionsoperationen. Findet den Source Code an dieser Stelle und er findet dort auch Literaturreferenzen. Und zwar eben habe ich zwei verschiedene Methoden verwendet für unsigned Division und für signed Division. Und hier zeige ich halt, was bei der unsigned Division ist. Die erste Stufe dividiert im Prinzip einen dreifach langen Wert durch eben den Divisor, kriegt einen doppelt langen Dividenden, einen doppelt langen Quotienten, Reziprokwert. Und dieser doppelt lange Reziprokwert ist im Prinzip um den, also bei 64 Bit Zellen um den Faktor 2 hoch 128 zu groß. Und das Ganze wird dann in der zweiten Stufe korrigiert. So, ja, die zweite Stufe, die macht eben im Prinzip so eine Multiplikation von dem Dividenden mit diesem zweizelligen Divisor. Reziprokwert, Entschuldigung. Also da haben wir den einen Teil, da haben wir den anderen Teil, also zwei Multiplikationen und das Ganze wird dann eben zusammen. Muss man jetzt nicht so genau verfolgen, aber man sieht ja nur ungefähr, wie groß der Code ist. Was hier noch relevant ist, das Ganze ist natürlich in GeForce nicht so implementiert, sondern der Code, der existiert hier so, ist aber auskommentiert und tatsächlich wird es als primitiv implementiert. Aber wenn wir einen besseren Compiler hätten, könnte man das auch so implementieren. Gut, die Performance ist eben, hier haben wir normale Division, hier haben wir die erste Stufe von der zweistufigen Division und hier haben wir die zweite Stufe von der zweistufigen Division. Und wie man sieht, also wenn man eben so selten die erste Stufe machen muss, dass eben und so oft die zweite Stufe, also ziemlich oft die zweite Stufe, dann steigt man hier besser aus mit der zweistufigen Division. Man kann sich das ungefähr ausrechnen, also so ab ungefähr, also bei diesem Prozess ist es ab ungefähr 10 zweiten Stufen, also im Verhältnis von zweiter Stufe zu erster Stufe von 10 zu 1, ist es besser, zweistufig zu arbeiten. So. Gut, dann was damit noch gemacht wurde oder was die ursprüngliche Idee ist, man macht es mit einer Division durch eine Konstante und das ist halt auch in GeForce implementiert und man sieht hier, wie das wirkt. Also man schreibt das einfach ganz normal als Division durch eine Konstante hin, hier mit einer unsigned Division, damit ich eben die Wörter zeige, die halt vorher verwendet wurden oder vorher gezeigt wurden. Wenn ich mir den Code, der dafür kompiliert würde, anschaue, dann sehe ich eben hier die zweite Stufe von meiner unsigned, von meiner zweistufigen unsigned Division. Und hier ist die Adresse von dem Speicherbereich, in dem der Reziprokwert von 3 drinnen steht. Hier sehe ich noch, was passiert, wenn ich es mit einer
mit einer Zweierpotenz durch eine Zweierpotenz dividiere, dann wird nicht diese zweistufige Division gemacht, sondern es wird einfach zu einem Shift, also Rechtsshift optimiert. Division durch 4 ist eben Rechtsshift um 2 Bits. Ja, also blau ist das, was eben dekompiliert wird. So, dann sieht man hier die Implementierung. Das werde ich ein bisschen näher ausführen, und zwar deswegen, weil man hier nicht nur eben sieht, wie diese zweistufige Division angewendet wird, sondern eine Menge anderer moderner Features in GForth und Implementierungstechniken. Wir fangen hier ganz unten an. Wir sehen eben, dass das U-Slash, also wir haben hier vorne, wurde ja U-Slash verwendet, und hier wird der Optimierer von U-Slash eben definiert als Opt-U-Slash, und das Opt-U-Slash müssen wir vorher eben definieren. Und das ist eigentlich dasselbe, also wenn Compile-Komma für U-Slash aufgerufen wird, wird, nachdem wir das hier gemacht haben, Opt-U-Slash aufgerufen. Also egal was, also was vorher Compile-Komma gemacht hat, nachher macht es eben diese Definition hier, und Compile-Komma kriegt eben das Execution-Token von dem Board übergeben, und das ist in dem Fall U-Slash. Also nur damit man sich, also das hier ist der Stack-Effekt vom Compile-Komma. So, was passiert als nächstes, oder was passiert in Opt-U-Slash als erstes? Wir haben einen Literal-Stack, um eben zum Beispiel konstanten Operationen zu optimieren. In dem Fall haben wir so eine halbkonstante Operation. Wir haben nämlich eine Division durch eine Konstante, oder ob wir sie haben oder nicht, das ist eben hier die Frage. Hier wird eben überprüft, wie viele Literale habe ich auf meinem Konstanten-Stack. Wenn ich ein Literal habe, dann mache ich jetzt hier meine Optimierung für Division durch Konstante. Wenn ich 0 oder mehr als 1 habe, dann kommt der Teil hier, und der überprüft noch, ob ich eben mindestens 2 Elemente, also 2 Konstante am Stack habe. Wenn ja, dann wird eben das U-Slash direkt ausgeführt und eben nur der Quotient eben als Literal dann kompiliert. Wenn überhaupt keine Konstante da ist, dann wird einfach U-Slash reinkompiliert. Gut, aber wenn in dem Fall, wo wir eben genau eine Konstante auf dem Literal-Stack haben, holen wir uns hier diese Konstante mit Lits von dem Literal-Stack runter, schauen nach, ist diese Konstante ungleich 0. Wenn es gleich 0 ist, dann kann ich das nicht optimieren, dann muss ich zur Lauf, also führe ich die Division durch 0 zur Laufzeit durch, damit zur Laufzeit ein Fehler erscheint. Also in dem Fall pushe ich das wieder drauf und gebe in die restliche Kompilation rein. Wenn es aber ungleich 0 ist, dann schaue ich mal nach, ist unser Divisor eine Zweierpotenz? Wenn ja, dann hole ich mir hier im Prinzip berechne ich mir hier den Wert, um wie viel ich nach rechts schiffen muss. Und hier habe ich eben, kompiliere ich eben diesen Wert dann als Literal und kompiliere noch den Rechtsshift. Was man hier sieht, ist diese eckige zu und hier eckige auf. Das ist so eine Abkürzung dafür, dass man das Literal postpont und das R-Shift postpont. Dann, danach wird eben dieses Execution-Token gedroppt und wir sind fertig, wenn wir eben eine Zweierpotenz haben.
Wenn wir keine Zweierpotenz haben, dann kommen wir eben zu dem Teil, wo wir unsere erste Stufe von unserer Unsigned-Division haben. Genauer gesagt, was hier passiert ist, wir übergeben diesem Wort lit slash Komma sowohl die erste Stufe als auch die zweite Stufe eben der Unsigned-Division, weil, also das ist eben ein Faktor, der für mehrere verschiedene Divisionsoperationen, also Optimierungen benutzt wird. Und da muss man halt eben, bei denen kommen unterschiedliche erste und zweite Stufen zum Tragen. Und deswegen ist das eben hier so rausfaktorisiert. Wir schauen uns das dann gleich an. Auf jeden Fall, wenn wir damit fertig sind, dann wird eben das eben auch wieder dieses Execution Token droppt und wir sind mit dieser Optimierung fertig. Also das eigentliche Ding passiert hier. Und zwar kriegen wir übergeben den Divisor, der ist eben von dem Literal Stack runtergekommen. Wir kriegen übergeben die Stage 1, das ist das hier. Wir kriegen übergeben Stage 2, das ist der Teil hier. Und die werden alle drei in Locals reingespeichert. Und was wir als erstes machen, ist, wir erzeugen uns den Speicherbereich, den wir für den Reziprokwert brauchen. Und zwar erzeugen, also da sehen wir ein weiteres neues Feature in GeForce, wir haben Sections. Eine Section ist eben ein anderer Speicherbereich, in dem wir Code erzeugen können. Also wir gehen in eine andere Section, erzeugen uns dort, allokieren dort eben diesen Speicher für den Reziprokwert. Dieses Small Allot liefert mir eine Adresse zurück, gehen wieder in die aktuelle Section zurück und haben hier die Adresse, speichern hier die Adresse von diesem Speicherbereich in ADRA. Dann nehmen wir den Divisor, den Speicherbereich und führen eben die erste Stufe aus. Also diese XT-Doppelpunkt-Syntax verursacht, dass, wenn man das hier aufruft, das Ding ausgeführt wird. Und das heißt, dann wird eben U slash Stage 1M ausgeführt und das heißt, wir berechnen uns in den Speicherbereich, der hier allokiert wurde, den Reziprokwert rein. Den haben wir jetzt drinnen. Dann wird hier wieder diese Ecke-Klammer-Syntax gemacht, um die nächsten Dinge zu postponen. Hier eben auch ein neues Feature, wir postponen zwei Locals. Das erste Local ist eben dieses ADRA, was wir hier in ein Local gemacht haben, also die Adresse von dem Speicherbereich, von dem Reziprokwert. Und wenn man das eben postpont, dann wird das als literal eben kompiliert. Und danach wird eben dieses Stage 2 postpont und nachdem das so ein XT-Ding ist, wird das mit Compile-Komma kompiliert. Das heißt, was wir am Ende haben, ist, dass wir hier die Adresse reinkompiliert kriegen und eben die Stage 2, also das hier. Und das ist eben genau das, was wir hier sehen. Eine Adresse und U slash Stage 2M. Ja, das also ist vielleicht ein bisschen dicht. Man muss es auch nicht alles verstehen. Nur für die Leute, die es eben sehen wollen, was es für neue Features in GeForce gibt und wie die zusammenspielen. Also da ist relativ viel in zwei, drei Wörter gepackt. Ja. Und ja, vielleicht zu dem Thema noch. Also man sieht, dass diese ganzen neuen Features ganz gut synergetisch zusammenarbeiten.
Zusammenfassend, Multiplikation ist viel billiger als Division. Deswegen wollen wir in vielen Fällen oder in manchen Fällen Division so implementieren, dass wir mit dem Reziprokwert multiplizieren. Eben sinnvoll ist das bei quasi konstanten Divisoren. Da haben wir zwei Varianten gesehen. Das eine ist eben, dass der Programmierer das explizit so hinschreibt als zweistufige Division. Eben dieses Beispiel mit, ich dividiere ein Array durch eben einen bestimmten Wert. Oder die andere Variante ist, dass ich die Division durch Konstante habe, die wird von GFAV automatisch optimiert. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Ja, vielen Dank, Anton. Ich schaue mal gerade, ob Fragen im Chat aufgetreten sind. Nee. Gerald, hast du was gesehen? Gerald meldet sich, bitte. Nein, ich habe auch keine Frage gesehen, aber ich habe selbst eine Frage. Kannst du noch mal kurz sagen, was jetzt der Vorteil von Sections in dem Zusammenhang genau ist? Ja, also das Problem, was wir haben, ist, wir brauchen einen Speicherbereich. Also wir wollen ja den Reziprokwert müssen wir im Speicher speichern, weil ich... Ja, das wäre dann wieder eine andere Diskussion, weil eben dieses Interface von von der zweistufigen Division so ist, dass man da einen Speicherbereich braucht. Jetzt kann ich den Speicherbereich jetzt, also ich bin ja jetzt mitten im Kompilieren von irgendeinem Wort, in dem eben, also was weiß ich, in dem Fall bin ich eben hier beim U/ und bin gerade am Kompilieren von dem Foo. Und jetzt brauche ich einen Speicherbereich. Wo kriege ich den her? Ich sage eben, ich ändere die Section in eine andere Section, also ich gehe in eine andere Section, allokiere mir den Speicherbereich dort und kann dann eben gehe dann zurück in meine aktuelle Section. Und also die, wo das Foo drinnen ist und macht dort die Kompilation. Und eben diese Adresse hier, die zeigt jetzt in die andere Section. Und warum ist dir egal, welche Section du verwendest? Du nimmst ja einfach Next und Previous. Warum hast du keine benannte Section zum Beispiel dafür genommen? Mit Next und Previous geht es relativ einfach. Ich weiß nicht, inwieweit unsere benannten Sections tatsächlich im Moment existieren. Okay. Bernd? Wir haben, glaube ich, also im Prinzip haben wir benannte Sections, aber wir benutzen die jetzt noch nicht so richtig. Also Next und Previous ist halt ein Stack an Sections und da ist immer was da. Also das ist relativ bequem, die einfach die nächste zu verwenden. Die nächste Section ist immer frei. Also da kann man immer was reintun. Okay, danke. Also vielleicht noch, was man sonst macht in Forth, eben bei Strings zum Beispiel oder bei Quotations, also und was wir auch gemacht haben, bevor wir Sections hatten, ist eben, dass man hier so einen Sprung, also im Prinzip an der Stelle dann einen Sprung über diesen Datenbereich, den man eben sich allokiert hat oder eben bei einer Quotation, über die Quotation drüber macht. Da wäre dann hier so ein Branch, der dann irgendwie hierher gehen würde und der Codebereich wäre da und hier hinten hätte man das Literal sozusagen. Aber das spart man sich, wenn man eben die Sections umschalten kann. Das ist der Grund, warum ich dann mit Sections arbeite. Ja, ich habe eine Frage dazu. Weiß man, wie groß die Section ist oder gibt man die Größe irgendwie an?
Wir haben bei der Section, also man kann bei Sections die Größe angeben, aber bei diesen Stapel an Sections ist es irgendwie so, glaube ich, jede Section ist ein Viertel der Größe der vorigen Section, wenn ich mich recht erinnere. Genau, das hat sich so bei vernünftigen Programmen größeren als Faustregel herausgestellt. Wenn die, also es kommt immer weniger, je weiter die Section ist, so ein Faktor 4 bis 8 pro Section geht die Anzahl Informationen, die drin sind, zurück. Ja. Und 4 ist da dann komfortabel. Und man fängt an mit dem gesamten verfügbaren Speicher oder was der Prozess hat? Dictionary, was man, also man hat eine Größe fürs normale Dictionary, das ist praktisch die unterste Section. Und jede weitere Next Section hat halt dann ein Viertel davon. Okay. Kann sein, dass wenn man irgendwo eine Applikation hat, die sehr viele Strings benutzt, dass es dann nicht klappt, aber so normalerweise ist das halt nicht der Fall. Also wenn man sehr viele Strings und Quotations macht, dann wird die erste Section voller. Aber die Realität sieht so aus, dass das nicht so oft vorkommt. Danke. Weitere Fragen? Ja, keine Fragen mehr. Vielen, vielen Dank, Anton. Super spannendes Thema.